Hallo, meine Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Lufia 2 Ahnenhöhle. Und ich habe so null Bock auf diese Hydras, denn sie sind schlimm. Oh Mann, ey. Ich glaube, die greifen, ich weiß nicht wie oft an, aber oft. Und sie haben verdammt viel Leben. Und okay, sie greifen alle an. Hau rein, Seelan. Man sieht sich hoffentlich nochmal wieder. Mann, diese Viecher sind so schlimm, Alter. Die sind so verdammt schlimm. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Und es gibt noch eine härtere Version von denen. Und zwar greifen die, glaube ich, dann 7-mal hintereinander an oder so. Ist auf jeden Fall ziemlich uncool. Und ziemlich, ziemlich nervig. Ja. Geil, ne? Alter, das ist so schlimm, gegen diese Viecher zu kämpfen. Das ist so abnormal scheiße. Wir nutzen Heiltrank für Seelan. Kraftsirup. Wir müssen Heilsirup nutzen. Okay, gut. Immerhin greifen wir hier zuerst an. Todeskuss haben wir leider nicht. Elixier bringt uns nichts. Götterschlag auf. Moment. So, so. Ich weiß nicht, wie viel Götterschlag abzieht. Ich hoffe genug. Ich hoffe einfach echt, dass es genug Damage macht. Okay, es macht genug Damage. Ja. Kopfnuss super schön. Okay. Ich dachte gerade echt, das wäre unser Todesurteil, gegen diese zwei zu kämpfen. Also beide Male gegen die Hydras zu kämpfen. Aber okay, zum Glück nicht. Ich hätte auch einfach die Treppe wieder runtergehen können, fällt mir gerade so auf. Ja. Wow! Hier ist nichts. Wow! Ich bin wow! Begeistert. Wow. Einfach nur wow. Gegen diese Schlangen will ich auch nicht kämpfen unbedingt. Die sind nämlich auch ziemlich nervig. Oder können ziemlich nervig sein. Wenn das die sind, die ich jetzt denke, dass sie es sind. Oh Mann. Geh weg, du Schlange. Geh doch weg. Hoi. Was ist das denn für eine aufdringliche Schlange? Knochengolems, okay. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Aber sie halten was aus. Und ja, wir machen nichts Damage an den Viechern. Sie greifen zweimal an. Was? Okay. Hau rein, Seelan. Noch doch nicht. Hoi, Alter. Wir machen kein Damage an den Viechern. Doch, Deka macht Damage. Aber es reicht nicht. Shit. Ego-Kraft. Machen wir mal einen Stachelstich. Ja, nochmal einen Angriff und ein Satanbiss oder so. Okay, Satanbiss macht schön Damage. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Chaos macht auch ganz gut. Verdammt. Nein, bitte nicht auf Seelan. Ja. Hoi. Okay. Seelan muss unbedingt gleich geheilt werden, irgendwie. Am besten durch eine Gigakraft oder so. Oder wir finden endlich mal irgendwie einen Zauber, der so heilt. Das wäre echt fantastisch. So, hier kommen wir zurück zu dem Raum. Ja, genau, okay. Ah. Wenn man in der Ahnenhöhle echt kein Item findet, was heilt, ist man am Arsch. Wir haben keine Gigakraft. Scheiße. Ich weiß auch nicht, was gegen diese Viecher effektiv sein könnte. Ich hoffe einfach mal auf den Sturm, dass der irgendwie gut Damage macht. Wäre auf jeden Fall schön. Nein, macht er nicht. Fuck.
Viecher sind schneller als... Ja. Nur nicht Seelan angreifen. Natürlich greifen sie Seele an. Oh Mann. Okay, immerhin ist der eine besiegt. Dann machen wir das jetzt so. Deka greift normal an. Geil, wieder ein Stachelstich. Und Doki heilt Seelan. Ja, mit einem Heilsirup. Schön, ne? Wir können niemanden mehr wieder auferwecken, auferstehen lassen. Da wir nichts mehr haben. Schön, ne? Wundervoll. Der ist besiegt. Schön. Und der müsste jetzt nach Dekas Angriff aufwechseln, oder? Hoffentlich. Ja, gut. Ein Gegengift gefunden. Das ist wundervoll. Ich brauche einen Zauber. Ich brauche unbedingt einen Zauber. Unbedingt. Skelett, okay. Heiltrank, immerhin. Heiltrank ist auch okay. Wo ist diese verkackte Treppe? Ach da, okay. Ja! Fuck yeah! Wir haben Vayla gefunden, Leute. Oh, wie gut. Oh, wie gut. Oh, wie fucking gut. Oh, wie gut, Alter. Okay, dann müssen wir nur hoffen, dass wir jetzt gegen diese Viecher gut ankommen. Okay, sie machen nicht mal so viel Damage an Seelan. Das ist gut, das ist sehr gut. Warum wird Seelan eigentlich ständig angegriffen? Autsch. Einfach Autsch. Oh, Chaos war perfekt. Chaos war perfekt. Chaos war super. Wir haben ja zum Glück Vayla. Das heißt, falls Seelan sterben sollte, ist alles gut. Okay, super. Oh. Ja, mit Vayla kann man halt jemanden wieder zum Leben erwecken, wenn man das einzeln auf jemanden used. Und nicht als Team oder als Gruppe so. Das ist wundervoll. Vayla ist das Beste, was einem in der Ahnenhöhle passieren kann. Stachelstich, Götterschlag auf den und Himmelskraft. Ja, Himmelskraft macht ganz gut Damage, das ist wundervoll. Das ist wirklich wundervoll. Wow, die machen 108 Damage an Deka. Wow, das ist gar nicht schlecht, Alter. Das ist echt krasses Damage. Gegen Deka. 500 durch einen Crit, Alter. Aber Deka macht auch echt, ne? Deka ist wundervoll. Der macht super schönes Damage. Ein Heilsirup zur Not, falls einer von den Mages stirbt. Das ist wundervoll. Ich sag zu oft wundervoll, oder? Ein Kraftwasser, ja, das ist auch okay. Ist okay. Das Problem an Vayla ist übrigens nur, dass es halt echt viel Mana zieht. Viel, viel Mana. Ein Eisenmantel, okay. Was bringt der? Bringt der mehr? Als irgendwas anderes? Eisenmantel kann nur Seelan tragen. Nee, okay, gut. Gut. Ich will die Ebene aber noch abchecken. Sehr, sehr gerne abchecken. Nein, das war... Das war super dumm. Egal, die müssen wir packen, oder? Ich weiß ja nicht. Oh, okay. Sie greifen immerhin Fumi an. Das ist gut. Sie greifen nur einmal an. Okay, das ist in Ordnung. Einer ist besiegt, das ist schön. Und ein Crit. Oh, nice. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist wundervoll. Ich weiß gar nicht, warum ich das Wort immer so oft sage.
Es ist einfach so. Ich sag einfach ziemlich oft wundervoll. Ist mir aber auch schon ziemlich häufig aufgefallen. Ein Geisterstab. Ah, ich glaube, der ist nicht besser als der, den Selan momentan trägt. Wir können es mal kurz gucken. Nee. Heiliger Stab. Götterschlag, ja. Hatten wir den nicht sogar schon? Ich glaube, den hatten wir sogar schon. Aber... nee. Nee, nee. Gut, dann war's das mit der Ebene. Okay, schön. Dann gehen wir weiter. Wir sind erst in U46. Alter, Kacke. Wow. Ich habe irgendwie gedacht, wir sind schon weiter. Eisenjacke. Eigentlich brauchen wir das nicht mehr, ne? Die Karmo-Rüstung. Kriegt Deka jetzt nämlich auch das. Auch eine bessere Rüstung. Wir haben jetzt Wähler. Das ist, Deswegen ist alles. Alles fresh. Alles fresh. Ein Eisenhemd. Schlechter. Okay. Oh nee. Ah, natürlich kommt er zu mir. Die Echsenprinzen. Tornado, ich hoffe, das zieht nicht zu viel ab. Naja, okay. Das ist ja jetzt echt. Okay, das macht ganz gut Damage, sogar ein Deka. Aber die müssten kein Problem sein. Die dürften echt kein Problem sein. Ja, wieso crittet Deka eigentlich immer so stark? Ich sollte, Moment mal eben. Das wollte ich jetzt nicht. Moment, ja, ich, fehle hier gerade. Ich muss es ja immer ein bisschen besser anpassen. Moment. Es muss nochmal einmal... Ist geil, ne? Ihr seht alles hier gerade. Das ist super. Das muss einmal nach da... rüber... Ich hatte ja eben noch schwarze Ränder, das habe ich jetzt erst gerade gemerkt. Das ist nämlich nicht so gut. Hä? So. Und hier oben noch anpassen. So. Gut, jetzt müsste das besser passen. Jetzt habt ihr keine schwarzen Ränder mehr. Doch, ihr habt da noch einen schwarzen Rand. So einen kleinen. Aber ich glaube, der muss da bleiben, wie es aussieht. Oh, fuck, fuck. Ich hätte Deka heilen sollen. Frostfluch. Shit. Nein. Nein. Oh, Mann, weil ich nicht drauf geachtet habe, wie viel Leben ich habe. Oh, Leute, das war's mit der Ahnenhöhle. Das war's mit der Ahnenhöhle. Fuck. Fuck. Okay. Dann war's das, Leute. Tut mir leid. Dann war's das. Shit. Das ist... Na, Mann, ey. Haben wir irgendwie eine neue Waffe bekommen? Eine Handaxt? Nee. Ein Riesenstab, was hat Kampfdegen? Irgendwie Engelsflügel? Ego-Kraft 3, was macht der Zauberbikini? MP auffüllen. Ah. Haben wir irgendwie nicht irgendwas bekommen, so? Donnerring? Nee, Feuerring vielleicht? Irgendwer? Zombie-Ring. Zombie-Ring könnte ich eigentlich Selan geben, ne? Aber egal, okay, Leute. Geil, ne? Oh Mann, fuck! Haben wir die Goldmünzen eigentlich behalten? Nein, natürlich nicht. Langschwert.
Brauche ich nicht. Kann ich auch nicht kaufen. Das regt mich gerade auf, ey. Nur weil ich nicht darauf geachtet habe, weil ich das Fenster da geändert habe. Mann, shit. Shit, 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 shit. Ich will den ansprechen, bitte. Ja, eigentlich war ich wegen der Ahnenhöhle hier. Ach genau, wenn man hier ganz unten, glaube ich, ist. Hier sollen die Schätze der Iris aus... Ja, genau. Hier kann man später Iris-Schätze hinstellen. Also, man findet in der Ahnenhöhle Iris-Items. Und ja, die stellt man dann halt da wieder hin. Oder die stellt man dann halt da hin. Stehen dann da halt. Narzissus, bitte. Oh, shit, Alter. Ist das hier nicht mal komplett richtig? Oder? Doch, jetzt ist... Oh. Moment, so. Habt ihr halt schwarze Ränder an den Seiten. Das, ich glaube, muss so. Weil, wie ihr seht, jetzt ist das gerade komplett. Die schwarzen Ränder sind, glaube ich, so... Aber müsste ich das hinterher immer zusammenschneiden? Nee, nee. Habt ihr schwarze Ränder? Ich weiß nicht, ob ihr das vorher auch schon hattet. Bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher. Aber okay. Da gibt's Items, okay. Was ist das für Flötenmusik? Hey, ich muss gehen. Was zum? Okay. Sogar das kleine Mädchen, what the fuck ist los? Warum hauen die alle Frauen ab? Hey, wo gehst du da? Was geht da vor? Wo willst du hin? Norden. Ich muss zum Nordturm. Okay. Was ist denn los mit euch? Die Musik hat aufgehört zu spielen. Anna! Anni, Anna! Was geht hier vor? Ich weiß auch nicht. Alle jungen Frauen verlassen die Stadt und laufen nach Norden. Ich muss alle folgen. Okay. Nur die jungen Frauen gehen, das scheint mir mit der Musik zusammenzuhängen. Ja, ich denke auch. Aber ich bin noch hier. Vielleicht, weil du verheiratet bist. Also gehen nur die ledigen Frauen. Da geht etwas sehr Merkwürdiges vor. Die jungen, ledigen Frauen verfügen über eine große Lebensenergie. Vielleicht ist es das. Wir müssen auf jeden Fall retten. Sie auf jeden Fall retten. Augenblick, Dicker, ich komme mit. Das wird nicht nötig sein. Ich komme trotzdem mit. Ich will auch etwas vom Heldenruhm abbekommen. Das gefällt dir, Mädchen. Du hast doch schon eine Freundin in Tambir. Ja und? Warum heiratest du die Kleine in Tambir nicht? Oh Mann. Ich kann mir diesen Schwachsinn nicht mehr anhören. Lass uns alleine gehen, Doki. Ja. Warte, Doki, wir gehen alle zusammen, das ist sicherer. Ja, zusammen sind wir stark. Ja. Okay, Leute, was geht bei euch denn ab, ey? Gut. Ja, brauchen wir gar nicht reingucken. Wir haben eh keine Goldmünzen. Ins Inn müssen wir nicht, oder? Nee. Doch, sollten wir. Dika ist mega geschwächt. Oh, mich regt das gerade auf, dass wir das nicht geschafft haben, die scheiß Ahnenhöhle durchzukriegen, ey. Nur weil ich so dumm war und nicht drauf geachtet habe, wie viel Leben die alle haben, Mann. Leute, das ist echt... totaler Abfuck. Sichern. Ja. Danke. Okay, Leute, dann war's das mit diesem Part. Ja, war heute ein bisschen langweiliger als sonst, oder? Naja. Gut, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Wir gruppieren uns hier noch einmal. Ziemlich cool. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Hallo, meine lieben Freunde. Was geht? Willkommen auf das Endcard von Let's Play Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen und dieses Video bewerten. Oben rechts kommt ihr noch einmal zu dem letzten Part und wir sehen uns bei das
nächste Mal wieder. Haut da rein.